Ja, servus Leute. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, zusammen mit Timo Schad vom T-Magazin ein Gespräch mit dem Jörg Bergstedt zu führen. Also der Jörg Bergstedt ist ein Autor, ich muss das auch gerade ablesen, von diversen Fachbüchern zu Ökologie- und Naturschutzthemen, zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen und Recherchen in den Eliten dieser Gesellschaft. Außerdem ist er investigativer Journalist und Aktivist, das heißt, er ist ein Umweltaktivist. Und da auch sehr konsequent, so wie ich das recherchieren konnte, in seinem Verhalten und auch in seinem Tun. Und deshalb fand ich, ist das durchaus ein interessanter Gesprächspartner. Das war jetzt einfach ein ungeplantes Gespräch, ganz spontan. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Ich habe auf jeden Fall ein paar neue Denkanstöße daraus mitgenommen. Ob ich deshalb mein Verhalten zukünftig ändern werde, das muss ich mir noch gut überlegen. Aber es ist auf jeden Fall wert, mal die Meinung vom Jörg Bergstedt zu hören. Denn der hat wirklich ein paar sehr interessante und auch schlagkräftige Argumente. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ja, servus Leute. Ich sitze heute mit zwei illustren Gästen, beziehungsweise ich bin Gast in einem Tesla Model X. Wenn ihr euch mal kurz vorstellt, du bist da. Jörg. Und was machst du so hauptberuflich? Was ist so deine Mission? Also ich lebe seit ewig lange ohne Geld und schafft mir sehr viel Unabhängigkeit, um maximal kreativ widerständig zu sein, unter anderem gegen Autos. Und da ist es auch passend, dass wir den Timo dabei haben. Du bist Verleger von welchem Magazin? Du darfst es auch ruhig aussprechen, Timo. T-Magazin. Also mit anderen Worten, du beschäftigst dich hauptberuflich oder zumindest viel deiner Zeit mit Elektroautos. Richtig. Mit T-Sorten. Ja. Genau. Und wer es noch nicht wusste, mein Kanal dreht sich ja auch um Elektromobilität. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein so kleines 2 gegen 1, kann man sagen. Aber schauen wir mal, was jetzt daraus wird. Ja, lass dich mal überraschen, Michael. Okay. Schlechtes Verhältnis für euch. Ja. Okay, also wir haben jetzt in der letzten Zeit auch eine gewisse Diskussion in den Medien erlebt, wo verschiedene Berichterstattungen auch negativ über die Elektromobilität berichtet haben, unter anderem auch Lithiumabbau, also alles, was mit Rohstoffgewinnung zu tun hat. Also Das wir sind geht uns ja ja auch alle so. einig, dass jede Form der Individualmobilität entsprechend mit ja, Umweltschäden einhergeht. Die Frage ist halt, mit der wir uns beide beschäftigen, was ist schlimmer? Du bist aber ja augenscheinlich der Meinung, dass Individualmobilität grundsätzlich umweltschädlich ist und auch nicht mehr zeitgemäß ist. Wie nimmst du denn die Diskussion wahr rund um das Thema Elektroauto, obwohl du ja jetzt eher von einer grundsätzlichen Kontraposition kommst? Ja, das nicht einmal, also einmal erstmal der Begriff Individualmobilität, der ist nicht besonders klug, weil das wäre das Fahrrad ja auch. Also Okay, motorisierte, motorisierte, Individual, ja. MIF wird er ja genannt, MIF, Okay. motorisierter Individualverkehr. Also das Auto produziert eine Menge von Negativfaktoren ja in der Gesellschaft und die CO2-Belastung durch den Verbrennungsvorgang ist nur eine davon, die ich nicht für die relevanteste halte. Also wenn man sich in einer Innenstadt aufhält, dann sieht man 30 bis 40% der Flächen in einer Innenstadt sind asphaltiert und dienen dem Auto. Für Autos sind viel mehr Flächen da, wie für Kinderzimmer oder so etwas in der Republik. Das ist eine Menge von Problemen, die das Auto hervorruft. Das Auto erzeugt Unfalltote, es nimmt auch draußen den Leuten den Platz weg. Die Herstellung des Autos verbraucht eine Menge von Rohstoffen. Und ich könnte eine Reihe weiterer Problemfelder aufzählen, die das Auto verursacht, die verheerenden Kosten für die ganzen Verkehrsanlagen, der Zeitverlust, der entsteht auch für andere Verkehrsteilnehmer durch die Präsenz und die Dominanz des Autos, also die ganzen Ampelanlagen, dass du an Ampeln stehst, das ist nur notwendig, weil es an diesem motorisierten Individualverkehr gibt, würde es alles mit Straßenbahnen abgewickelt, die viel mehr Leute pro Zeiteinheit über die gleiche Fläche transportieren können als Autos, also das viel leistungsstärkere Nahverkehrssystem ist oder was ganz neu in die Debatte kommt. Wir haben das hier an vielen Stellen auch schon eingeworfen, die Seilbahn, autonomes Fahren, Elektroantrieb, viel moderner, wesentlich leistungsfähiger als die Autos, die brauchen immer viel mehr Fläche in der Stadt. Das heißt, eine Menge von Problemen und jetzt wird halt das Antriebssystem gewechselt zu einem anderen, was ein Problem verringert, nämlich es wäre denkbar natürlich dann den Antrieb, wenn man das mit regenerativen Energien macht, etwas CO2-neutraler zu machen. Die Herstellungskosten dieser Autos sind nach bisheriger Abschätzung allerdings deutlich aufwendiger, also der Rohstoffverbrauch ist größer, die Autos werden schwerer. Es könnte also sein, dass sich das in der Bilanz sogar aufhebt und das Ganze funktioniert natürlich tatsächlich nur, wenn man es mit regenerativen Energien macht. Die bisherigen Berechnungen sind so, dass eine Umstellung auf Elektromobilität momentan die komplette regenerative Energie für sich abziehen würde. Das heißt, für den Rest bräuchten wir dann die Kohle- und Atomkraftwerke plötzlich wieder.
Da muss ich jetzt schon beim ersten Punkt einhaken, weil diese Berechnung, von denen du sprichst, die berücksichtigen halt nicht die gesamte Kette von auch der Ölproduktion, in meinen Augen zumindest, worauf du dich jetzt berufst. Also wenn man berücksichtigt, was auch die Raffinierung von zum Beispiel einem Liter Schweröl hin zu Benzin und Diesel an Energie verbraucht, dann gibt es zumindest auch schon Aussagen, die man darüber lesen kann, dass es sich ein bisschen anders darstellt. Für jeden Tankvorgang brauchst du ja letztlich halt auch Strom, um. Man braucht Energie, um das Öl zu den Tankstellen zu bekommen. Das Antriebssystem ist aller Voraussicht nach umweltfreundlich, aber es wirft trotzdem das Problem auf, dass die. Ich habe ja jetzt eben nur ausgedacht, ich habe ja die anderen Probleme aufgezählt, die durch das Antriebssystem wechseln sich nicht verbessern würden. Das behauptet auch niemand, sondern man tut so, als wäre das einzige Problem des Autos der Auspuff. Und das Problem ist ja schon, die Strommenge würde so steigen, dass wir... Und da widerspreche ich dir ja gerade. Du meinst, der Verbrennungsmotor... Der Verbrennungsmotor verbraucht allein für die zur Verfügungstellung des erforderlichen Sprits auch eine erhebliche Menge an Energie. Auch der Betrieb von den Tankstellen verbraucht eine erhebliche Menge Energie. Und deshalb gibt es auch schon Aussagen, dass allein für die Herstellung von einem Liter Diesel oder Benzin ein Elektroauto schon 50 Kilometer gefahren ist. Allein für diese Energie, um das aufzuwenden. Und da ist dann zum Beispiel die Ölförderung, glaube ich, sogar noch gar nicht mit dabei, sondern da geht es nur um die Raffinierung. Und diese Zahlen liegen auch gar nicht konkret vor. Also man weiß gar nicht, wie viel so eine Ölraffinerie konkret verbraucht. Das sind auch nur so grobe Berechnungen. Also von daher, deinen anderen Punkten stimme ich dir erstmal grundsätzlich zu. Das ist so, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Städte sind nach den Autos konzipiert und nicht nach den Menschen, die dort leben. Also da bin ich voll bei dir. Aber bei dem Thema Energie, das sehe ich ein bisschen anders und ich bin auch der Überzeugung, dass wir in 50 Jahren nicht mehr darüber reden, dass wir zu wenig Energie haben oder wo wir die herbekommen, sondern dass es da Lösungen geben wird, dass Energieversorgung gar kein Thema mehr ist. Dass so viel regenerative Energie zur Verfügung steht, dass wir sie gar nicht mehr verbrauchen können. In Teilen haben wir das Problem ja heute schon, weil ja auch regenerative Energien zu Zeiten entsteht, wo man sie vielleicht nicht komplett verbrauchen kann. Es wird ja auch exportiert in Länder und wir bezahlen ja sogar dafür, dass Strom abgenommen wird. Deshalb bin ich, was den Punkt angeht, nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube, so viel mehr Energieaufwand ist gar nicht nötig, um den Individualverkehr tatsächlich auch mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Weißt du, Timo, wie siehst du das Thema? Ich bin da absolut bei dir. Also letztlich ist in den Energiefragen vor allen Dingen ja auch eine Momentaufnahme existent und wir haben eine klare Umstrukturierung halt hin zu erneuerbaren Energien. Wir haben jeden Tag neue Solarkraftwerke, neue Windräder, was allerdings in dem Maße, wie es halt aktuell stattfindet, nicht ausreicht. Also da muss halt erheblich mehr passieren und das ist sicherlich kein Gegenargument und da gibt es halt entsprechende Zahlen, was tatsächlich eine E-Mobilität an Strombedarf dann haben wird in mittelbarer Zeit. Da muss man jetzt ganz klar sagen, also da sind eben Entwicklungen und Prozesse, wo zu guter Letzt halt das schon möglich sein wird. Also weil eben anderes sich eben auch verändert und eben nicht nur die Antriebsform. Ja, also wir könnten das so stehen lassen. Ich traue der Energiewende trotzdem ein bisschen hinterher, dass die Kapitalisierung des regenerativen Energiemarkts das Thema Energiesparen vom Tisch gefegt hat. Das finde ich bei der Verkehrsdebatte auch wieder problematisch, dass Verkehrssparen selten diskutiert wird. Wir sitzen ja auch in einem Model X, ne? Und ich hätte es schon gerne gehabt, dass das während der Energiewende schon das Energiesparen eine Variante gespielt hat. Man diskutiert jetzt immer so, als könnte man irgendwann mal unendlich viel Energie haben. Das ist denkbar, dem will ich jetzt gar nicht, also ich kann das nicht wissen. Und wir wissen es natürlich auch nicht, aber es ist meine Theorie. Also wir haben heute zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss auch das Energiesparen eben auch stattfinden, weil das nämlich eben auch noch größere Effekte hat als manche Solaranlage, die ja halt. Ja, genau. Und außerdem sehen wir ja auch, was in der Landschaft passiert. Auch der Bau von regenerativen Anlagen ist nicht umweltneutral. Und wir haben inzwischen einen erheblichen Zugriff auf die Landschaft. Ich gehöre zwar nicht zu den Leuten, die jetzt gegen Windenergieanlagen oder sowas pöbeln, aber ich gehöre zu denen, die sagen, also um dieses Ganze zu kapitalisieren, wurde die Bürgerbeteiligung eingeschränkt. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich mal anders gefordert hatten.
Und inzwischen dominiert da auch das Geld, die Geschichte. Und auch die Photovoltaik, großen Photovoltaik-Player und Windenergieplayer wollen möglichst viel Strom verkaufen. Mhm. Und das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Und an der Baustelle will ich nicht mitmachen. Aber auf der anderen Seite will ich mich auch gar nicht einlassen auf diese Diskussion, die ja in der Elektromobilität immer geführt wird, dass ganz schnell gesagt wird, ja okay, die anderen 50 Probleme, da hast du schon recht. Aber dieses eine, gut, da stimmt's nicht. Ne? Da möchte ich jetzt dir gleich meine nächste etwas kritische Frage stellen. Und zwar, wir haben uns ja schon vorher ein bisschen unterhalten und ich habe auch, wie soll ich sagen, bin zu dem Eindruck gekommen, dass du eine realistische Einschätzung insgesamt hast. Also, dass du jetzt nicht rein von heute auf morgen erwartest, dass sich alles ändert, sondern ich habe den Eindruck, dass du auch die Überzeugung hast, dass es ein Prozess ist. Habe ich das so richtig eingeschätzt? Also, dass man auch gesellschaftliche Veränderungen eben nicht von jetzt auf gleich, auch wenn man sich wünscht, aber die nicht von jetzt auf gleich umsetzen kann. Naja, ich bin ja vor allen Dingen Aktivist und als der weiß ich, dass man die radikale Forderung stellen muss, um eine gesellschaftliche Stimmung zu erzeugen. Du kannst nicht sagen, wir wollen mal bei der Kohle ein, zwei Kraftwerke abstellen. Damit kannst du keine politischen Kampagnen fahren. Also forderst du den sofortigen Kohleausstieg und erreichst damit den Kohleausstieg innerhalb von ein paar Jahren oder so. Und das wird bei der Verkehrswende auch so sein. Also was wir hier zum Beispiel in Gießen machen, unter anderem unter dem Slogan Gießen autofrei, ist ein Plan. Wir haben jetzt einen Plan vorgelegt bis 2025, also innerhalb von 6 Jahren, die Stadt zu großen Teilen autofrei zu kriegen, eine Straßenbahnverbindung zu bauen. Das ist eben das leistungsfähigste Mittel an einer Stelle, wo das aus technischen Gründen schwierig geht, eine Seilbahnverbindung zu bauen, zwischen den Unistandorten vor allen Dingen. Und Fahrradstraßensysteme zu machen, da ist die größte Verlagerung drin. Das beweisen einige Städte, die 60% ihrer Mobilität auf Fahrradstraßen haben. Also ist es dann trotzdem uns klar, dass in dem Moment, wie wir das fordern, dass das eine schrittweise Umstieg ist. Die Nahverkehrssysteme sind so zerstört worden, es ist ja investiert worden in ein Autoland. Ne? Das wird der Bahn genau das Gleiche. Du könntest jetzt gar nicht sagen, alle lassen ihr Auto stehen, weil diese kaputt gemachten Nahverkehrssysteme können das überhaupt nicht leisten. Da hake ich jetzt kurz ein. Aber der Umstieg auf Elektromobilität würde doch jetzt die ganzen Ressourcen verschlingen, die wir für die Straßenbahn brauchen. Also Punkt A, darüber kann man auch wieder stundenlang diskutieren, ne, weil ich bin der Meinung, dass die Ressourcen auf Dauer nicht das Problem sein werden. Aber natürlich, klar, Ressourcengewinnung, Umweltschäden brauchen wir nicht wegzudiskutieren. Aber was bei mir jetzt so ein bisschen der Kritikpunkt an deiner These ist, ist nämlich der Faktor Mensch. Ich kenne mich ja selbst. Ne, wenn du jetzt zu mir kämst und sagst, Michael, du musst auf dein Auto verzichten, du musst auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Also ich wohne zum Beispiel am Land in einem 250-Einwohner-Dorf, wo drei Busse am Tag fahren. Kann man ändern, keine Frage, aber auch die Bushaltestelle ist nicht direkt vor der Tür. Das heißt, ich muss 1 Kilometer laufen, bis ich an der Bushaltestelle bin. Auch das könnte man ändern, aber das ist nicht ganz so einfach. Und jetzt ist halt die Frage, wie man das Ganze gestaltet und wie man das auch überbrückt. Und selbst wenn man jetzt diesen radikalen Gedanken, aber diesen löblichen Gedanken von dir verfolgt und sagt, wir müssen die gesamte Mobilität verändern, hin zu öffentlichem Nahverkehr, autonomen Fahren, also es ist keiner und Carsharing, solche Geschichten und hauptsächlich mit dem Fahrrad da, wo es geht. Aber es muss einen Übergang geben. Also es geht nicht von heute auf morgen. Und man muss auch die Leute... Ja, im urbanen Bereich hast du ja auch eine andere Situation. Also da werden Menschen halt letztlich viel sinnvoller reisen, wenn sie sich in den Bus setzen, als sich durch einen ellenlangen Stau zu quälen, wo immer nur eine Person in irgendeinem Fahrzeug sitzt, egal ob das jetzt ein Verbrenner ist oder ein E-Mobil. In der Stadt wird das sicherlich sich verstärkt durchsetzen, dass insbesondere, weil die Menschen, die nachwachsen, sprich junge Leute, das schlicht bequemer finden, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein. Auf dem Land ist die Angebotslage jetzt eben die, dass viele Menschen einfach dazu gezwungen sind, halt mit irgendeinem Fahrzeug zu reisen. Und die Fernreise bietet sich ja eigentlich mit so einem Verkehrsmittel wie mit der Bahn an. Allerdings nutzen das viele Menschen schlicht aus Gewohnheit nicht und aus Bequemlichkeit natürlich, ja, weil du mit Gepäck halt ungern mehrere Male umsteigst. Und Das ist ja auch genau meine Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen wollte. Also ich bin grundsätzlich da bei dir, Timo, das sehe ich ganz genauso, dass auch gerade bei der jüngeren Bevölkerung schon ein Umdenken stattfindet. Das Auto hat einfach nicht mehr die Bedeutung, wie das in unserer Jugend eine Bedeutung hatte. Aber was wäre dir denn lieber, Jörg? Dass wir jetzt für den Übergang weiterhin rein auf Verbrenner setzen, also diese Technologie, die ja bewährt ist und wo auch die Infrastruktur vorhanden ist, wo die ganzen Rohstoffbezüge
vorhanden sind, wo wir auch wissen, dass auch mit der Ölförderung ja nicht nur Umweltschäden einhergehen, sondern auch weltpolitische Probleme dadurch entstehen. Bist du eher dafür zu sagen, wir machen den Übergang jetzt mit dem Verbrenner, bis wir soweit sind, dass das autonome Fahren und auch der Umstieg in den Städten erforderlich ist, erfolgt ist? Oder denkst du nicht auch, dass das Elektroauto eine sinnvolle Brückentechnologie sein könnte? Du könntest Politiker werden, die machen das immer so. Die reduzieren auf zwei Alternativen, die beide nicht gut sind. Ja, aber welche ist die dritte Alternative? Du kriegst ja von heute auf morgen nicht hin. Nein, von heute auf morgen nicht. Das war das vorhin mein Begriff mit den Ressourcen. Da meinte ich jetzt gar nicht die Rohstoffe als solches, wie Lithium und sowas, also mal ein Spezialproblem, sondern die gesellschaftliche Power, die ich in irgendeinen Wandel reinsetze. Und in dem Moment, wo ich meinetwegen wie die Grünen oder sowas, die sind ja so durchgeknallt, sage, wir gehen jetzt voll auf Elektromobilität, werden sie mir gleichzeitig in Gießen entgegenrufen. Also so eine Straßenbahn jetzt neu zu bauen, das ist so teuer, das braucht so viele. Und ich denke mir, Mann, ihr wollt die ganzen zig, wie viel haben wir, 50 Millionen Autos oder sowas in Deutschland auf Elektromobilität umzustellen, das ist für euch irgendwie so mit links oder so. Das ist ein riesiger Aufwand. Auch der Staat würde mit Prämien und sowas da rein, würde ein Geld rausballern, mit dem du die ganze ÖPNV-Infrastruktur relativ locker in den Stand setzen könntest. Und an der Stelle bin ich der Auffassung, mehr so aus politischen Erwägungen, wie Gesellschaft funktioniert. Wenn jetzt der Beschluss fällt, riesige Programme in den Umbau von Elektromobilität reinzuhauen, entsteht nicht eine Brückentechnologie, sondern eine Phase von 20 Jahren, in der das die Technologie ist. Dann ist das erstmal durch und keiner redet mehr über das andere. Und von daher bin ich der Auffassung, ich gar nicht anfangen. Also VW und wie sie alle heißen, sollen das ganz gleich damit aufhören. Wir brauchen den Scheiß nicht. Und damit die Zwischenphase kurz ist, sollen die gleich anfangen, Straßenbahnen herzustellen. Es gibt wir allerdings ja auch Szenarien, die anstelle der Straßenbahn selbstfahrende ja, kleine Kapseln in Form heutiger E-Autos. Riesenfläche. Vielleicht nicht mehr die Parkplätze, aber die Straßen brauche ich immer noch. Gut, aber die sind aber da. Wir haben halt weg mit dem Asphalt. Ja, aber wir haben eine Ist-Situation und Asphalt brauchst du ja auch für Fahrradreifen, um die zu bewegen. Ja, aber nicht außer du sparst die jetzt auch ein. Aber letztlich weiß ich jetzt halt auch nicht, also das sind zunächst ja mal zwei Ziele, zwei denkbare Ziele. Also ein Ziel ist meinetwegen, dass die Straßenbahnen die zukünftigen Verkehrsaufkommen einschließen. Und das andere könnte halt sein, dass kleine Fahrzeuge, die nicht mehr einzelnen Personen gehören, sondern vielleicht über Carsharing halt von vielen genutzt werden, erstmal die Verkehrsdichte reduzieren, den Ressourcenbedarf reduzieren und der Bequemlichkeit, dem Individualanspruch zu reisen, eben doch entgegenkommen, zumindest dann, wenn man auf dem Land lebt, vielleicht die bessere Alternative sind, als eine Straßenbahn in jedes Kuhkaff in die Rhön. Wobei das ist ja auch nicht, ich glaube nicht, dass das deine Forderung ist, jetzt in jedes Kuhkaff eine Straßenbahn zu führen, sondern das ist ja eher im urbanen Bereich. Das muss man über Busse oder sonst irgendwas hier entwickeln. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende rauskommt, dass es irgendwelche Lücken gibt, die ich mit autonomen Einzelfahrzeugen oder wo nur vier reinpassen oder so etwas schließe. Aber das ist ja nicht das Ziel der Elektromobilität, in dem letzten kleinen Kaff die Lücken zu schließen, sondern hier wird eine Debatte geführt, die zu der Vollumstellung des gesamten Autoparcours auf Elektromobilität. Davon träumen Tesla, VW und so weiter. Ja, davon träumt Tesla Kirch. Definitiv. Die stellen doch keine Autos her, die für kleine Dörfer oder so also mit dem Model 3 haben sie ja schon die Überlegung, dann auch eine richtige Taxiflotte autonom aufzubauen. Also mit anderen Worten, die haben schon auch die Wände im Blick und die haben ja auch diesen Wandel überhaupt erstmal. Aber auf den Dörfern leben kaum Leute. Davon kannst du keine Firma aufrechterhalten. Die städtische Bevölkerung ist gut, so prägnant, dass wenn du. Ich denke, da hast du schlicht eine Bildungslücke jetzt, was Tesla angeht. Also die Intention ist, dass du als auf dem Dorf lebender mit deinem Tesla Model 3 dann oder auch einem anderen Tesla in die Lage versetzt wirst, deinem Nachbarn per App zu ermöglichen, mit deinem Fahrzeug loszufahren. Ja, aber es wohnt trotzdem kaum welche. Gut, bei den Stückzahlen, die Tesla hinkriegt, ist das vielleicht nur ausreichend für die Dörfer. Aber die Menschheit wohnt einfach in den Städten.
Das heißt, wenn du ich kann nur von mir reden, kannst, auf mich trifft es ja, aber guck dir mal an, ja, die Mehrheit guck dir an, was momentan passiert. Die ganz, in den ganzen Städten wird händeringend Raum gebraucht, weil es eine Riesenflucht vom Land in die Städte im Moment gibt. Die Städte wachsen gigantisch und die bauen die letzten Grünanlagen zu, während wir halt sagen, hey, hallo, die Verkehrsfläche ist das, was wir uns erobern müssen. Insofern, ich will Asphaltflächen weg haben. Was wir in Gießen momentan machen, würde dazu führen, wir haben so machen Aktionen, so Parkhäuser zu Wohnhäusern oder ähnliches. Wir haben ein Riesen... Es fallen lauter Züge hier aus in Hessen, weil es keine Lokführer und Busfahrer gibt. Ne? Und überall wird rumgeschimpft, wir müssen die Arbeitsplätze in der Autoindustrie erhalten. Nein, nein, wir müssen die sofort auflösen. Wir brauchen Lokführer und Busfahrer. Aber du siehst an jeder Stelle, die Politik läuft in eine völlig andere Richtung. Und dieses Gelaber von der Elektromobilität als Brückentechnologie soll alles nur verschleiern, dass es darum geht, einen massiven Umbau des gesamten Autoparcours auf Elektromobilität bei der totaler weiterer Vernachlässigung des ÖPNV durchzuziehen. Also mit der Vernachlässigung ÖPNV, da bin ich voll bei dir. Das sehen wir ja schon seit Jahren. Auch die Deutsche Bahn, also für mich gehören auch Güter viel mehr auf die Bahn. So wie es in der Schweiz, glaube ich, ist da Vorbild. Was machen wir hier? Guck dir diese A5-Teststrecke an. Wir Elektromobilität mit dem LKW. So okay, ein Scheiß wird da, hier gefahren. Ja, okay, das machen die da Grünen. Da bin ich bei dir. Aber ich glaube, der einzige Punkt, wo wir uns unterscheiden in unseren Ansichten, weil ich bin grundsätzlich auch dafür, ich wohne jetzt selbst nicht in der Stadt, deshalb sehe ich mich auch nicht in der Lage, jetzt zu sagen, wie ich mir die Stadt vorstelle, weil wenn ich nicht da wohne, würde ich mir nie anmaßen. Auch Land. Wir haben hier auch ein Konzept für das Wissigtal gemacht, weil wir extra auch einen ländlichen Bereich haben wollten. Und da machen wir es natürlich nicht nur mit Straßenbahn, ist ja logisch, ne? Sondern auch mit zuführenden Linien zu den Bahnhöfen, an der Bahnlinie und so weiter. Auf dem Land sieht das Verkehrskonzept schon etwas anders aus, das ist klar. Okay, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, weil ich will nur sagen, da wo wir uns unterscheiden, ist der Zeitraum. Ich glaube, du bist einfach radikaler, oder ich will nicht sagen radikaler, aber konsequenter, indem du den Wandel einforderst. Du sagst, keine Energie oder keine Ressourcen und Manpower verschwenden, um jetzt umzustellen auf Elektroauto, sondern sofort von Verbrenner auf ÖPNV, Straßenverkehr und so weiter. Und da sag ich Fahrrad halt persönlich, Fahrradstraßen, das schaffst du von Montag auf Dienstag. Ich bin voll dafür, man sieht das auch am Milseburg-Radweg, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nö, da wurde drüber diskutiert, ob der asphaltiert, also es war früher eine Bahnkreis und es wurde diskutiert, ob das gemacht werden soll und die Bürgermeister, also zumindest unser Bürgermeister kam und sagte, das will doch sowieso keiner und alle aus dem Ort haben gesagt, doch, wir wollen das, wir wollen damit nach Fulda fahren können. Da bin ich voll bei dir und ich glaube, die Bevölkerung würde das auch akzeptieren, aber ich muss wieder vorsichtig sein, diesen konsequenten Umstieg jetzt oder sagen wir mal innerhalb von 5 Jahren, da wirst du keine Akzeptanz in der Bevölkerung dafür finden. Und da wird auch ich, obwohl ich durchaus auch bereit bin, meinen Lebenswandel in bestimmten Bereichen zu ändern, da würde auch ich auf die Barrikaden gehen. Weil so einen krassen Wandel, den kriegst du in meinem Alter, ich bin ja schon ein älterer Herr, den kriegst du da nicht vermittelt, glaube ich. Die Lösungen müssen auch da, wo bestimmte Bedürfnisse vorherrschen, an denen auch orientiert sein. Und ich denke, es ist tatsächlich was völlig anderes, sagst du ja auch, mit dem Tal hier im urbanen Bereich und im eher ländlich geprägten entsprechende Verkehrskonzepte umzusetzen. Und ich denke halt in der Tat, es ist in Städten erheblich einfacher, eben über ÖPNV halt auch im Zweifel wirtschaftlich attraktive Lösungen zu finden, weil auf dem flachen Land eben eher die Situation vorherrscht, dass halt riesige große Busse mit erheblichem Energieaufwand ganz wenige Menschen transportieren. Und an der Stelle könnten halt kleinere E-Mobile halt mehr Lösung sein als ich will das nicht ausschließen, diese großen Lückenfüller irgendwo noch eine Rolle spielen, auch für Menschen mit Handicaps oder wie auch immer. Aber ich würde das umgekehrt aufzäumen, weil ich ja immer den Verdacht habe, würde ich mich jetzt ja wiederholen, das ist alles nur die Verschleierungsdebatte, um voll einsteigen zu können in die Elektromobilität. Ich mache erst den ÖPV und dann sehe ich, ob Lücken bleiben und fülle die. Und ob irgendjemand schon mal ein paar Dinge auf Vorrat produziert, ist mir dann völlig egal, weil wir reden jetzt hier über Stückzahlen, die sind nicht mehr vergleichbar. Also der Umbau auf Elektromobilität würde im Prinzip nicht mehr stattfinden, wenn man sagt, die sind am Ende nur noch die Lückenfüller. Dafür brauche ich vielleicht noch eine kleine Firmachen, die irgendetwas macht. Von gut, aber daher, die Frage ist doch jetzt, geht nicht in Anführungsstrichen eine Koexistenz? Ist es jetzt wirklich so, wie du andeutest, dass jetzt die E-Mobilität den ÖPNV verdrängen soll und dass letztlich das Festhalten an einer Technologie ist, die notwendigerweise jetzt halt in der ganzen Fläche abgeschafft gehört? Also
Die Frage ist halt, ob Elektromobilität das verhindert. Das ist, glaube ich, eher das, was du meinst, oder? Dass die Elektromobilität verhindert, dass der ÖPNV oder überhaupt die Verkehrswende so radikal umgesetzt wird, dass es halt vom Individualverkehr weggeht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass E-Mobilität jetzt mordsmäßig von der Politik oder von irgendwem vorangetrieben wird. Ja, also von den Grünen schon sehr deutlich. Ja, da gibt es Positionen. Manche haben letztlich da jetzt Positionen, aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie großartige Umsetzungen stattfinden, weder in den Ausbau des ÖPNV noch in die Förderung der E-Mobilität. Da sind halt in beide Richtungen bestenfalls halt irgendwelche Feigenblattdiskussionen am Start. Die Frage ist jetzt eher, findet nicht realistischerweise da jetzt ein Wandel statt, der in gewisser Weise halt auch nicht wirklich aufgehalten werden kann, außer man schafft halt entsprechende Gegengesetze, dass Menschen nicht mehr individuell reisen dürfen. Aus meiner Sicht ist da eine Entwicklung im Gang und die wird, da bin ich halt schon fest von überzeugt, davon geprägt sein, dass Menschen vor allen Dingen das Eigentum an ihrem Fahrzeug in ein paar Jahren gar nicht mehr so für wichtig erachten. Und dass das eine wesentliche Lösung ist, eben mit anderen gemeinsam sein Individualfahrzeug zu teilen und dadurch eigentlich ähnliche Effekte zu haben wie beim ÖPNV, mit dem großen Vorteil, dass nicht riesige Fahrzeuge und auch nicht riesige Umbauten auf der Straße oder Schiene notwendig sind, sondern auf den vorhandenen Begebenheiten aufgebaut wird. Also mir ist erstmal nochmal wichtig, die Prioritäten richtig zu setzen, über was wir reden. Wenn du jetzt mit deinem Tesla hier mal nach Groningen fährst, die Stadt mit dem höchsten Fahrradanteil, dann würdest du dich da hinstellen und würdest, glaube ich, sofort erkennen, dass die Debatte über Elektromobilität versus ÖPNV hier gar nicht mehr so relevant erscheint. Denn zunächst einmal ist klar, die höchste Verschiebung haben Städte hingebracht, die ein attraktives Fahrradstraßennetz gemacht haben. Und zwar ein Fahrradstraßennetz, nicht Fahrradwege oder so ein Firlefanz, sondern richtig sagen, wenn wir 60% verlagern, Groningen hat 60% Mobile-Split-Anteil, also diese Aufteilung in ÖPNV, Auto, Fuß und Fahrrad, 60% Fahrrad. Da bleiben für die anderen zusammen noch 40% übrig. Da kannst du dir überlegen, wie wenig Autoverkehr da auch stattfindet. Da bin ich auch absolut dafür, genau, das Auto dann sozusagen vor der Stadtgrenze zu platzieren und die Stadt dann, die Innenstadt halt wirklich den Fahrradfahrern zu überlassen. Der Umbau des jetzigen Autostraßen, Wesen. Überall sind Straßen und auf den vielen Nebenstraßen sowas fährt hier und da mal ein Auto und ansonsten ist es vor allen Dingen ein Parkplatz. Jede zweite Straße rauszunehmen und zu einer reinen Fahrradstraße zu machen. Und wenn ich mir die Städte angucke, die das gemacht haben, wirkt es so, als wenn dieses Fahrradstraßennetz, wenn das so gut ist, automatisch zu der Verschiebung kommt. Ich muss überhaupt niemandem das Auto verbieten, das haben die nicht gemacht, sondern die Leute fahren dann so Fahrrad. Und für diese Maßnahme gibt es weder dieses Ganze, was sollen wir denn in 5 Jahren machen, weil das mache ich in 5 Wochen. Da muss ich eigentlich nur neue Schilder hinstellen und sowas. Und das Einzige, was technisch ein bisschen anspruchsvoll sind, sind dann die Kreuzungspunkte noch mit denen, also dass die Ampelanlagen und so umgestellt werden. Das muss ich aber noch nicht mal von dem ersten Tag an machen. Also die Umstellung auf Fahrradverkehr, dafür gibt es überhaupt keine Ressourcen und kein Zeitargument. Das kann ich sofort machen. Interessanterweise passiert dann fast gar nichts in Deutschland und da kommt natürlich bei mir der Verdacht aus, hier ist irgendetwas nicht gewollt. So, dann das Zweite, und das ist aufwendiger, ist die ganze Scheiße mit dem ÖPNV, dass das kaputt gemacht wurde, wieder aufzubauen. Da zieht das Argument, das dauert noch einige Jahre, wie gehen wir in der Zwischenzeit um? Das beim Fahrrad, bei der wichtigsten Umstellung, da zieht das Argument meines Erachtens nicht. So, beim ÖPNV schon, aber auch nur teilweise, denn bestimmte Sachen, gerade auf dem Land, habe ich genug Platz, das mindestens mit den Bussen oder ähnlichem zu machen, da fahre ich erstmal mit den Bussen rum. Und auch bei dem anderen ist es erstmal kein Argument, wenn ich den hier meinetwegen die Debatte in Gießen sehe, ist es völlig klar, dass die Straßenbahn einige Jahre brauchen wird, bis die wirklich gebaut ist. Das ist aber kein Grund, nicht jetzt anzufangen mit der Planung. Und das verschieben sie. Ich bin doch nicht bescheuert und lasse mich auf eine Debatte von Übergangslösungen an, solange die noch gar nicht beschlossen haben, dass es ein Ende des Übergangs gibt. Aber nehmen wir nochmal den Fall von Michael, der jetzt auf seinem Kuhkaff festsitzt und dreimal der Bus kommt. Würde der jetzt 10-mal kommen, würde dich das motivieren, dann in den Bus einzusteigen?
Also Punkt A, erstmal, du gibst mir auf jeden Fall ein paar Sachen, über die ich nachdenken muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann dir nicht so 100% widersprechen, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn ich jetzt mich persönlich und meine Einstellung zu der ganzen Geschichte nehme, ne, der Umstieg jetzt von mir auf ÖPNV, dass ich also wirklich auf das Auto konsequent verzichte, also kein Auto mehr habe, wenn der ÖPNV richtig gut ausgebaut ist, das sehe ich aktuell, wenn du mich hier heute fragst, nicht. Ich Aufgrund deines gesundheitlichen Zustands? Nein, also das hat du jetzt nichts mit meinem Fahrradunfall. Ne? Ja, genau, die Fahrradunfälle sind es. Nein, also ich gebe dir im Prinzip recht und gerade weil es auch von jemandem kommt, der komplett auf ein Auto verzichtet, so hat es mir zumindest der Timo gesagt, dass du kein eigenes Auto hast. Ich muss hier ja sitzen. Das macht, ja, deshalb, also du sitzt am Steuer. Ich weiß nicht, Führerschein hast du oder auch keinen Führerschein? Ja, also ich habe irgendwann mal einen gemacht, so als ich noch der Auffassung war, so in jungen Jahren, man bräuchte so etwas. Ich habe ihn jetzt letztens, habe ich mein Portemonnaie verloren und bin so am Überlegen, muss ich mir eigentlich nicht wiederholen. Also ich brauche den nicht, ich benutze den nicht. Ja, und von so jemandem, weißt du, der das auch schon lebt jetzt, ne? Trotz der Einschränkungen, die ja auch für dich im Alltag damit einhergehen, da ist das für mich auch überzeugend. Ne? Und das bringt mich auch dazu, selbst drüber nachzudenken. Aber ich glaube halt einfach, das ist so im Moment noch meine Überzeugung, dass du den Faktor Mensch noch ein bisschen zu wenig gewichtest. Nämlich die Frage, wie schnell mit dem Fahrrad in den Städten, da bin ich bei dir, da bin ich auch von überzeugt, dass das wirklich funktioniert. Aber ob es auf der gesamten Breite, also ländliche Bereiche, Speckgürtel von den Städten, wo du dann halt auch mal einen Berg hast, du gehst nur rauf und runter, gut, da könnte man wieder über E-Bikes sprechen, da bist du wahrscheinlich eher ein Fan von, oder? Ja, oder auch ist, nicht? Also Fan ist der falsche Begriff, aber ich beobachte natürlich, dass eine Menge von Leuten, die das Fahrrad für sich aufgegeben hatten, wieder zum Fahrrad zurückkehren, dadurch, dass sie diesen Hilfsmotor haben. Sprich, an der Stelle ist E-Mobilität eine Brückentechnologie. Nee, keine Brücke. Alte Leute wird es immer geben. Ja, und das ist ja auch was nicht vergleichbar ist mit dem Ressourcenverbrauch von einem PKW. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Also ein Akku für ein Fahrrad zu machen, ist nun wirklich nicht vergleichbar. Wobei der Akku viel schneller kaputt ist. Heute wohl, ich weiß nicht, ja gut, es gibt kein aktives Batteriemanagementsystem, aber da kommen wir jetzt zu sehr in die Tiefe. Was ich aber nochmal sagen wollte, wie gesagt, ich glaube, dass der Faktor Mensch, was jetzt Speckgürtel, breiteres Umfeld von den Städten angeht, dass es da schwieriger wird, das so umzusetzen, wie du denkst. Ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz von dir mit Fahrrädern in den Städten und dort auf Fahrradstraßen zu schaffen, dass das funktioniert, weil es gibt ja auch Beweise dafür. Und auch mit E-Bikes dann funktioniert, weil man könnte jetzt sagen, okay, in den Niederlanden, wo das gut funktioniert, da ist dann auch alles eben. Aber das spielt dann ja auch keine Rolle mehr. Aber ich sehe auch, dass wir heute ja die E-Mobilität und auch die, den Individualverkehr nicht neu regeln und retten werden, sozusagen. Wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber ich persönlich habe ein paar Denkansätze bekommen. Dafür bedanke ich mich bei dir. Ich weiß ja, wie es bei dir ist, Timo. Also ein Model X werde ich mir also nicht kaufen, so viel ist sicher. Mach du das mal auch nicht. Okay. Kauf dir ein gutes Fahrrad. Ja, wir schauen mal. Ist ohnehin besser für dich. Wir schauen mal. Okay. Also dann danke ich euch auf jeden Fall, euch beiden, dass ihr mal für ein Gespräch zur Verfügung standet. Ich glaube, es war ein bisschen wild durcheinander. Wir hatten jetzt keine so richtigen grünen Faden drin. Ich muss dann mal beim Schnitt schauen, ob was so alles verwendbar ist. Ist halt nicht ARD, sondern YouTube. Genau. Aber auf jeden Fall mit zwei authentischen Protagonisten. Dafür vielen Dank. Das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall ein Abo. Und euch beiden vielen Dank fürs Gespräch. Bitteschön. Ja.